So, hallo, wir machen weiter. Bei, ich will aber The Legend of Zelda sagen, ist es aber nicht. Hyrule Warriors, Zeit der Verheerung. Und bei uns ist jetzt Zeit für Nebenmissionen, bevor wir nämlich... Ah, hier kann ich Ebene von Hyrule wahrscheinlich nochmal spielen. Zum Trainieren oder so, keine Ahnung. Und hier ist das nächste und jetzt gibt es aber hier noch so kleine Sachen. Wie zum Beispiel das hier. Eine warme Mahlzeit. Eine gute Mahlzeit ist der Schlüssel zu einem gesunden Leben. Der Chefkoch der Hylianischen... Das klingt so komisch, ich will Hylianisch sagen. Hylianisch, Hylianisch... Der Hylianischen, Hylianischen Truppen gibt dir einen Kochtopf. Und brauchst du nur noch ein Feuer, um loszulegen. Benötigt habe ich alles anscheinend. Du erlernst das Rezept Dampffleisch. Ach so, das kann ich jetzt einfach auslösen, wenn ich die Dings habe, oder wie? Die Materialien dafür. Ja, let's go. Ja, klar. Zack. Du erlernst das Rezept Dampffleisch. Du hast ein Feuer entzündet und dein erstes Gesicht ge... Wahrscheinlich habe ich ein Gesicht gekocht. Und ein erstes Gericht gekocht. So. Ich habe gerade eine bildliche Form. Oh mein Gott. Kann ich bitte irgendwas falsch lesen, was nicht so eine weirde... was nicht so eine weirde Schlussfolgerung mit sich zieht. Ah, solange du den Topf Feuer und Zutaten hast, kannst du das jederzeit kochen. Koche doch etwas, wenn du das nächste Mal Hunger hast. Aber bitte kein Gesicht. Okay. Dampffleisch. Benötigt 4 irgendwas, das ist Hyrule-Gras und Fleisch. Das schonende Dämpfen im Blatt eines Wildkrauts sorgt dafür, dass das Aroma des Fleisches erhalten bleibt. Nom nom nom. Schaden plus 5%. Aha, das ist dann so Boost-Zeug wahrscheinlich. Huch. Verdienste für Hyrule. Sammle Verdienste in der jeweiligen Region, in dem du Hyrule-Missionen erfüllst. Hilf anderen, wann immer du kannst und gewinne nützliche Fähigkeiten für den... Ah ja, I see. Ah, jetzt ist da ein neuer Kochtopf aufgetaucht. Aber den kann ich nicht machen. Dafür fehlen mir Dinge, wie man sieht. Ein Restaurant hat sich auf alles spezialisiert, was in den Bergen wächst. Möchte ein Fest ausrichten, um sein Menü zu präsentieren. Du sollst Zutaten in ausreichender Menge dafür besorgen. Ja, haben wir nicht. Ist okay. Dann geht das schon mal nicht. Hier ist eh nix. Zoomen. Was? Nein! Ich wollte so... Ah, so zoome ich. Ah, okay. Und dann sehe ich hier nämlich auch alles. Okay, also hier haben wir eine kleine Mission. Die ist einfach weiter weg. Ah, das ist auch aber nur mit Dings. Impa Herzen plus 1. Benötigt und Belohnung. Ja, habe ich scheinbar alles. Der Shika-Händler, den du in der Hebra-Region getroffen hast, bedauert, dass er schon gar nicht länger mehr in Kakariko war. Bring ihm zum Trost ein Souvenir aus seinem Heimatdorf. Und dieses Souvenir besteht aus Schleichwürmchen, Spurtkarotte, Rüstungskürbis und 100 Bockblin-Urkunden. Ich bin nun stärker! Das nostalgische Leuchten der Schleichwürmchen, ein Souvenir aus der Heimat, heiterte den Händler auf. Nun kann er bis zu seiner Rückkehr fröhlich seinem Beruf nachgehen. Und Himba hat jetzt ein Herz mehr, mit der ich gar nicht gespielt habe bisher. Ja, nice. Okay. Ah ja, da hat Himba jetzt einfach ein Herz mehr. Ah, das sind Angriffsmuster, okay. Y, 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 Y. Oder X, 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 X. Oder Y, X, 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 Y, Y, X, X. Also einfach kombinieren. Charakteraktion. Den Gegner vor dir mit einem Symbol versehen. Boah, das wird den ordentlich... Ne? Für jedes mit einem starken Angriff absorbierte Symbol erscheinen Doppelgänger. Aha. Absorbierst du alle drei Symbolarten, wird dein nächstes Spieler... Okay, Mimpa klingt interessant als Charakter. Bombenmodul. Wirf eine Bombe nach oben. Ja, haben wir gesehen. Cryo-Modul oder Cryo. Lass vor dir eine Eishöhle entstehen und drücke sogleich X, um auf ihr zu reiten. Zu reiten? Auf einer Eissäule? Ich kann doch nicht auf einer Eissäule reiten.
Dürft ihr da reiten? Mit Hilfe von L kannst du sie steuern? Hätte ich das mit Link auch? Oder hat Link ein anderes Cryo-Modul? Wie kann ich zu Link weg? Okay, ich muss zu Link mal wechseln. Kriege ich irgendwie... Okay, das kann ich noch nicht machen. Aber wäre jetzt auch wieder für Impa. Kann ich irgendwie... Ah ja! Link. Ah, hier habe ich jetzt auch die Link-Geschichte, okay. Halte X, um den Angriff stärker zu machen. Halte während einer Combo X gedrückt. Lasse dann los für einen Zusatzangriff. Bogen bereit machen, schießen. Ah, das ist... Okay, Link hat den Bogen als Spezialding und Impa hat dieses Symbol. Okay, jeder hat eine andere Art von Cryo-Modul. Wirf eine Bombe nach der anderen und Impa wirft Bomben hoch. Und bei Impa kann man dieses Ding dann bewegen und bei Link halt nicht. Okay. Kann ich das schwer... Oh mein Gott, ich kann die Waffen wechseln. Haben die auch... Also haben die eine Haltbarkeit? Gehen die irgendwann kaputt oder kann ich jetzt einfach... Weil, ich weiß nicht, sowas wie die Route brauche ich ja nicht, ne? Das ist ja hier Angriff 6. Was will ich damit? Und das Ding hat 11, das Soldatenschwert. Und dieses Soldatenschwert hat aber 12. Dann rüste ich doch das aus. Zack. Aber geht das irgendwann kaputt oder ist das... Ah, Impa genauso. Impa hat hier eine Waffe, die ist 17. Warum sollte ich dann das Elfer-Ding benutzen? Ne? Okay. Nehmen wir 17er Waffe. Ist doch schon mal was. Kann ich hier was tun? Okay. Link hatte noch keinen Helm. Jetzt hat er einen Helm. Und wenn ich jetzt... Ja, so kämpfen wir. Alles klar. Okay. Kostüm. Und bei Impa kann ich das Kostüm gar nicht wechseln. Okay. Gut, das war... Ah, Material L. Aha, Wildbeere. Kann ich da irgendwas... Ich glaube aber, Material ist wirklich nur für so Quests. Das kann ich nicht hier jetzt irgendwie einsetzen. Das ist einfach für Quests zum Sammeln. Da kann ich hier nichts mit anstellen. Okay, gut. Dann haben wir das mal uns ein bisschen angeguckt. So, was ist jetzt hier? Ah, das geht nicht. Ist noch irgendwo was aufge... Das ist der Kochtopf, der nicht geht, ne? Genau. Das da geht aber. Schwerttraining in Hyrule. Eine erfahrene Schwertkämpferin möchte anderen die Verteidigung gegen Monster lernen. Doch ihr fehlen die Materialien für einen Trainingsraum. Hilf ihr, indem du sie ihr bringst. Und der Trainingsraum besteht aus 5 Bockblin-Hörnern und 150 Bockblin-Urkunden. Was ein genialer Trainingsraum. Mit den von dir gespendeten Materialien wurde ein ausgezeichneter Trainingsraum gebaut. 5 Bockblin-Hörner und 150 Urkunden. Wahrscheinlich. Das ist wie so ein Haus in Amerika, ist einfach aus Pappe. Zum Dank möchte die Ausbilderin gewordene Kämpferin mit dir trainieren. Werde einer ihrer Schüler. Belohnung, Einhänder, längerer Combo-Angriff. Ah, jetzt ist ein Y mehr dazu gekommen. Okay, cool. Alles klar. Jetzt kann ich einmal Y mehr drücken im Angriff. Ja, okay. Fühle ich. Jetzt ist eine neue Mission aufgetaucht, die wahrscheinlich wiederum nicht geht. Ja, weil dafür bräuchte ich... Okay, das könnte man aber mit der Zeit bekommen, weil Exalfosse können wir schon besiegen. Okay. I see. Jetzt würde mich interessieren, wenn ich jetzt... Naja, ist egal. Müssen wir jetzt nicht in Erfahrung bringen. Dann haben wir jetzt aber, glaube ich, wirklich alles gemacht und können uns der großen Mission widmen. Na, alles andere hier geht nicht. Achso, das taucht nur auf, wenn ich es so mache. Abgeschlossen. Ja, okay. Okay, cool. Dann gehen wir doch hier rein. Aufbrechen. Todbringerschlucht. Unter Truppe kannst du die Ausrüstung von Verbündeten ändern. Habe ich schon. Du kannst deine Truppen auch bearbeiten, indem du auf der Karte... Ja, habe ich schon gemacht. Na, das haben wir schon hier... Haben wir schon die Waffen ausgetauscht. Rezepte, kein Effekt.
Da kann ich jetzt das Fleisch reinsetzen. Das sieht schmackhaft aus. Wirkung, Schaden plus 5. Ah, das könnte ich jetzt kochen, oder wie? Nee, will ich nicht. Oder muss ich... Habe ich das dann während des Spiels zur Verfügung? Oder bezieht sich das auf die ganze... Bezieht sich das dann auf die ganze Runde? Schaden plus 5%. Ach, machen wir es doch einfach mal. Das sieht schmackhaft aus. Ja, komm hier. Ah ja. Das ist wahrscheinlich wie so ein Boost. Das ist... Ja, ich verstehe. Das ist wie so ein Boost, wenn du so Spiele spielst, wo es dann heißt, ne, Angriff, Boost und so weiter für die Runde plus 5% Schaden. Zelda, deren Neugier auf den mysteriösen Wächter geweckt war, begab sich mit Impa und Link als Leibwache zum Institut für Antikenforschung, wo sie auf Pura und ihre Forscherkollegen traf. Jedoch. Was hier geschrieben steht, wird sich in den kommenden Schlachten als nützlich erweisen. Ein wahrer Ritter stets bestrebt sich weiterzubilden. Diese Einrichtung untersucht antike Relikte wie Wächter oder Titanen. Um sich der Verheerung Ganon entgegenzustellen, beteiligen sich viele Shika an der Forschung. Triffst du einen blauen Schleim mit einem Feuer-, Eis- oder Blitzangriff, explodiert er und fügt Gegner in der Nähe entsprechenden Elementarschaden zu. Du kannst eine Schwachpunktanzeige mit Hilfe einer Explosion etwas dezimieren. Mit Angriff aus der Luft ist es einfacher, gegnerische Schwachpunkte zu treffen. Durch bestimmte Angriffe oder einen Wandsprung kannst du dich in die Luft katapultieren. Starke Gegner haben eine Schwachpunktanzeige. Das sind diese Ecken. Sobald diese völlig leer ist, kannst du einen mächtigen Schmetterangriff... Ah, deswegen ging das. Ich verstehe. Drücke Z, um deinen Bogen bereit zum Schießen zu machen. Schießt du aus der Luft, kannst du mehr Pfeile... Okay. Habe ich noch gar nicht genutzt. Geblockt habe ich auch noch kaum. Normalangriff haben wir gesehen, das ist Y, Zauberstab. Ah ja. Okay, habe ich jetzt eigentlich den Feuerstab noch oder hätte ich den aufbrauchen können in Hyrule? Werden wir gleich feststellen. Drücke in der Nähe eines mächtigen Gegners, um ihn als Ziel zu erfassen. Den Bewegungen des Gegners zu folgen, ist der Schlüssel zum Sieg. Okay. Inmitten einer Combo normale Angriffe X. Mhm. Ja, Impa habe ich verstanden. Habe ich auch verstanden. Ja, da dürften jetzt ein paar aufgetaucht sein. Effektiv gegen Gegner, die auf dich zustürmen. Erschaffe Eis und bring den Ansturm... Ah, okay, so war das gemeint. Angriffe, bei denen Eis verwendet wird, können Gegner, die sich im Wasser be... Ach, so wahrscheinlich geht es nur, wenn die im Wasser sind. Okay. I see. Okay, das haben wir auch verstanden. Jetzt wiederholt sich's langsam. Ja, das haben wir noch nicht gemacht. Erscheinen Gegner an mehreren Orten, teile deine Verbündete auf, um dich ihnen... Okay. Bomben und... Okay. Weise Mitgliedern deiner Truppe in der Schlacht eine Route zu oder gib ihnen ein Ziel. Öffne dazu mit Hilfe von Plus das Menü und rufe den Bildschirm Truppe auf. Okay. Wandsprung, ja, haben wir auch mitbekommen. Das wiederholt sich langsam. Ach so! Eine Kreatur mir nur. Was bist du, mein Kleiner? Es ist vergebens. Wir sollten ihn zu Robelo ins Institut bringen. Ich stimme zu, Euer Hoheit. Ich möchte eigentlich jetzt nicht gegen Wächter kämpfen. Yo, der Laser auf dem Kopf. Ja, Link kann das, ich kann das nicht. Der Wächter. Warum? Ich
Ja, gut, dass Link dabei ist, der einfach Massenmord begehen kann. Ja, ja, alles klar, Zelda. Bin schon on the way. Hey, so soll es sein. Jawohl, wir sollten bald auch Verbündete treffen. Lasst uns vorrücken und die Monster erledigen. Ja, das hat gut funktioniert. Unterstütze Zelda dabei, zum Aua! Zum Ziel zu fliehen. Ah, ich habe den Attackenhagel geschafft. Nice. Das hat nicht so funktioniert. Okay, aber ich sehe schon wieder auf der Karte sind Punkte. Zack. Sehr nice. Okay. Okay. Ah, wahrscheinlich sind die einfach jetzt schon vorgelaufen und ich muss jetzt hinterher rennen. R und B, jetzt habe ich das Magnetmodul, okay. Was kann das? Ja, cool. Ah, ich habe irgendwie so eine Kiste. I see. Gut. Eine neue Energiequelle. Scheint, als gäbe es mehr als nur einen der Wächter. Erst nur den einen Wächter. Aber muss ich jetzt hier... Was muss ich jetzt hier genau tun? Ich habe doch bestimmt so eine spezielle Mission. Ach, da... Was ist denn da? Da ist was Gelbes. Ach, das ist Zelda. Ich muss einfach Zelda beschützen. Okay, ich muss einfach bei ihr bleiben. Verstanden. Yo! Dude. So, habe ich meinen Feuerstab noch? Ich wollte das nicht essen. Aber ich habe keinen Feuerstab aktuell. Aber wenn ich mit dir fertig bin, mein Freund, habe ich einen Eisstab. Zack! Glaube ich zumindest. Yes! Okay, meanwhile rennt... Ach, nee, das ist Impa. Wo ist Zelda? War Zelda nicht auch gerade noch hier? Wo ist Zelda? Hä? Ich hab Zelda aus den Augen. Ach, da! Okay. Wo bin ich gerade ins Feuer reingelaufen? Ja, Impa... Ach ja, ich wollte mal hier, Befehl gucken. Befehl, ah. Was kann ich ihr befehlen? Ah, ich kann sie zu irgendeinem Ort schicken, oder was? Ja, nee, ist okay. Bist hier schon richtig. Woanders will ich dich gar nicht haben. Aber grundsätzlich ist es wahrscheinlich sinnvoll, die aufzuteilen, wenn man so verschiedene Bereiche hat, die man verteidigen muss und sowas. Oh, Geld. Ach, das sammle ich von selber. Also. Yo, ich kann ja einfach alles niedermetzeln. Aber das sammle ich alles selber ein. Okay, cool. Wie habe ich den jetzt wieder gemacht? Ich weiß es nicht. Zelda? Wartest du auf irgendwas? Wahrscheinlich, dass ich hier alles platt mache. Aber es ist nicht das, von da sind wir doch gekommen. Wir müssen nicht nach da. Okay, ich geh mal davon an. Ach so, wir haben jetzt so eine Eroberungs... Ja, 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 okay, da ist das Ding. Hier, zack, zack, zack. Das war schlecht. Ich muss mehr ausweichen lernen. So viel dazu. Ich bin so schlecht, ne?
Zack! Okay, A. Hier. In your face. Jetzt läuft sie weiter. Jetzt hat Zelda erst gewartet, bis das Monster auftaucht, damit wir es besiegen können, damit sie weiterlaufen kann. Vorher konnte sie nicht weiterlaufen, weil das Monster ist noch nicht aufgetaucht. Okay. So, wartet doch, Prinzessin. Yo! Was? Wächter, okay. Kann man den wie in Breath of the Wild, kann man den so die Viecher abschlagen? Aua. Neues Ziel wird festgelegt, das ist ja cool. Oh mein Gott! Fliehe vor dem Wächter, ach so. Während du Zelda beschützt. Yo, der zündet einfach alles weg. Vermeide einen Kampf gegen den Wächter. I see. Also, dann kämpfen wir nicht gegen den Wächter, sondern fliehen. Gut. Fühl ich. Kommt Zelda? Yo! Okay. Ja, Zelda kommt. Was? Und das Ding auch. Ah, der hat relativ langen Cooldown. Freunde? Warten wir? Achso, wir warten auf eine Cutscene. Alles klar. Oh, nice! Kann ich ihn jetzt angreifen? So soll es sein. Das war ein kurzes Vergnügen. Der Turm hat den umgehauen. Wo ist der Turm? Kann der nochmal feuern? Kannst du... Aktiviere den ausgerüsteten Wächter. Aktiviere den ausgegrabenen Wächter. Ah, neu... Okay, neues Ziel, oder was? Da oben. Nee, da oben. Nee, hä? Ach so, das ist jetzt ein Weg, Die Hyrule-Hauptmänner kämpfen gegen den Wächter. Okay. Ja, go, Hyrule-Hauptmänner. Ich aktiviere den ausgegrabenen Wächter, der ist hier... Aua! Jetzt hier oben anscheinend aufgetaucht ist. Ich kann das nicht steuern. Jo, wo ist das Ding? Ich muss hier weiterlaufen. Keine Zeit für euch. Glaube ich zumindest. Oder habe ich Zeit für euch? Ich habe nicht das Gefühl, dass ich Zeit für euch habe. Da ist er! Wie aktiviere ich den? Achso, da ist er. Hä? Da ist er gar nicht, oder was? Aua! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Weg ist er. Yes! Okay, das funktioniert auch ganz gut. Treffe ich das Ding so? Scheinbar nicht. Yo! Das ist die Fall... Ne, ja, wobei, jetzt treffe ich ihn. Jetzt passt das. Junge, wir müssen was essen. Ich habe nur noch einmal so ein Apfelding. Au! Jetzt ist er down. Schön. So, war eigentlich nicht, was ich wollte. Oh, ich muss wahrscheinlich erst den Mobble da besiegen, oder was? Und da ich ja gesehen habe, dass man die Stäbe, dass man die nicht mitnimmt weiterhin, ist es eigentlich schon sinnvoll. Ich wollte ausweichen, das war die falsche Taste. Au!
Ist es eigentlich schon sinnvoll, die auch einzusetzen? Das hat nicht hingehauen. Ah, ich kann A, ich kann A. Let's go. Hier. Okay, so, jetzt kann ich jetzt endlich den Wächter ausgraben. Aktivieren. Den kann ich aktivieren. Y. Wo ist Y? Da. Und der feuert jetzt wieder runter auf den, oder was? Bam. Fantastisch, die Angriffe scheinen etwas zu bewirken. Das ist doch gut. Wo geht's hier hin? Springen. Jo, was? Was? Bist du verrückt, Link? Achso, du hast keinen Fallschaden. Ja, jetzt bin ich wieder unten bei dem. Oh, kann ich jetzt angreifen? Nee, ich hab neu. Hä? Ach, jetzt gibt's einen neuen ausgegrabenen Wächter. Also laufen wir wieder den Weg hier hoch. Kann man eigentlich irgendwie auch was zum Heilen bekommen, so für zwischendurch? Du kannst nun Zelda steuern. Wo ist sie hin? Ich übernehme, Link. Okay, tu das. Ich weiß aber nicht, wie ich die steuere, ne? Du kannst, okay. Ja, okay, du kannst, okay. Jetzt ist alles. Ich versuche es. Ja, ich auch. Also die Spezialattacke kann irgendwie gar nichts. Von dir platzierte Shika-Modul-Effekte auslösen. Wo habe ich die denn platziert? Nirgends. Ich schaffe das. Ja. Dafür muss ich wahrscheinlich die auch auslösen. Okay. I see. Aber kann es sein, dass man... Nee, mit Zelda ist ja ganz wo... Hä? Wo ist denn Zelda? Da muss ich hoch. Mir geht es gut. Schön. Hab ich gar nicht danach gefragt, aber freut mich für dich. Stellt euch mir! Boah, machen sie. Voll von mir! Ah, verstehe. Ja. So, ja, gehen wir einfach mal weiter, ne, Zelda? Die interessieren uns jetzt nicht weiter. Müssen wir mal kurz weg hier. Damit kann man auch einfach durchrennen. Zack, alles irrelevantes Zeug. Okay, muss ich mich um den kümmern? Und hiermit? Yo, was bist du denn? Ich habe einfach eine riesige... Okay. Was kannst du noch so? Halt! Ja, das war nix. Oh, die hat auch den Blitzstab schon. Blitz! Ja, so heißt das. Aber wahrscheinlich effektiv gegen den Blitzstab einzusetzen. Ne? Ja. Yo, was, wo kommt jetzt denn her? Kann ich das jetzt... Ah, so kann ich das auslösen. Oh, das hat ordentlich gesessen scheinbar. Bewegen. Ja, das war nicht so klug. Ha! Ich schaffe das. Glaube ich auch, ja. Mir. Zack. Machen wir mal den Eisstab noch auf das Vieh. Yes. Oh, es bricht gleich. Nicht mehr. Schade. Nochmal Eis. Jetzt nichts! Nice! Was ist das? Warum kann ich das nicht einsammeln? Ah, das lädt wahrscheinlich die Dings auf. Ja, jetzt ist der Dings wieder voll, der Stab da. Bernstein. Okay. So, aber wir wollten... Ah, der Wächter ist gleich da unten. Da sind wir eigentlich da. Wahrscheinlich musste ich dafür den Pyromagus besiegen.
Nee, wo ist er denn? Ist der, der ist hier, der Wächter. Hä? Wo ist er denn? Oder muss ich jetzt erst hier aufräumen? Ja, räum halt einfach hier auf. Ich räum da hier auf. Ah, wie ist das eigentlich, wenn ich jetzt, wenn ich hier Verstärkung gerne hätte, kann ich doch bestimmt dafür sorgen, dass Link hier auftaucht, oder? Kann ich Link sagen, der soll hier hochkommen? So, komm hierher. Befehl. Kommt Link jetzt? Befehl A. Ja, ist doch okay. Hat jetzt den Befehl drin oder nicht? Wo sehe ich denn das? Keine Ahnung. R und X Stasis speziell für Gegner mit Wirbelattacken. Halt! Ah, I see. Falsche Taste. Hey. Hey. Ah, das zeigt die an, was man einsetzen sollte am besten. Halt! Das war zu bald. Ah, ich kann A. Okay, was kannst du? Du machst Fotos. Die macht einfach Fotos von denen und dann gehen die drauf. Ja, okay. Auch eine interessante Attacke. So, jetzt kann ich weiter zu dem Wächter. I see. Okay, hier hoch. Ach, da ist der. So, hau den Ding da unten kaputt. Wir sind noch zu weit entfernt, was? Wir müssen den Feind wohl näher heranlocken, dann sollten wir äußerst vorsichtig vorgehen. Ich muss jetzt wieder runterspringen und den... Okay, der ausgegrabene Wächter ist bereit, aber der andere Typ ist nicht da. Locke den Wächter zum Ziel. Wo ist er denn gerade? Da. Gib dich zum Wächter. Wo ist er denn? Hä? Wo ist der Wächter? Weise dem Wächter den Weg. Ja, aber hier ist das Ding. Ich glaube, hier muss der Wächter hin. Yo, Link, du bist ganz schön kaputt, ne? Kann ich den irgendwie heilen? Nee, wahrscheinlich indem ich wieder in Link bin, kann ich den heilen. Hier. Oh, jetzt hat er wieder volle Herzen-Dings. Okay, auch gut. So, wo ist jetzt dieser Wächter? Also das ist dort, wo ich ihn hinbringen muss, aber wo ist der Wächter? Sehe ich auf der Karte gar nicht mehr, oder was? Oder ist das große Rote da, der Wächter? Dann ist er da unten, das ergäbe Sinn. Ja, da unten ist der. Okay, alles klar. Kollege! Komm her! Checkt der? Jo, der checkt. Guck mal, ich bin hier. Hier bin ich. Ja, räum alles weg. Jawoll. Bam. Erfolg. Ja, der ist aber noch nicht kaputt, ne? Kann ich jetzt angreifen? Neues Ziel. Oh, okay. Besiege den Wächter. Jetzt kann ich ihn besiegen, oder was?
vielleicht? Au, mächtiges Ziel erfassen, habe ich getan. Ja, der hat eine Schwachanzeige. Jetzt ist sie durch, jetzt ist die durch. Schnellangriff. Zack. Schmetterangriff heißt es, glaube ich. Er liegt am Boden. Haut drauf. Go. Oh Gott, der hat nicht. Oh, das dauert ja ewig, bis das down geht, das Ding. Aber es geht down. Okay, nochmal. Falsche Dings. So. Das war nicht. Wobei, es ist eigentlich nicht schlecht gewesen. Ah, der ist gleich down. Habe ich auch. Erstmal schnell wieder was essen. Und tschüss. Puh. Das war anstrengend. Da ist auch so ein Roboter, aber ein kleiner. Okay. Ja, dann geht's hier beim nächsten Mal weiter. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.